Er lässt uns hier bleiben, oder? Wir werden es wohl herausfinden. Suchen wir sein Büro. Ich weiß, wo es ist. Ich zeig's dir. Hier hoch. Komm, Clem, hier entlang. Hey, AJ, warte. Tim ist hier. Hey, Clem. Danke für die Stifte. Endlich wieder Farben. Kein Ding. Was sind das für Leute? Das sind Feuerwehrleute. Der da ist ein Polizist. Sie ist eine Heldin. Auch geil, sie ist eine Heldin und unten steht, er ist ein Held. Das waren die Leute, die uns beschützt haben. Wo sind sie? Ich habe noch keinen gesehen. Eines Tages triffst du einen. Du weißt, was passiert ist. Sie sind schon lange tot. Vielleicht trifft er ja einen. Noch. Eines Tages wirst du einen treffen. Das wäre cool. Total cool. Jetzt gib ihn mir wieder. Nein, das ist jetzt meine. Hey, gib ihn zurück. Nein. Du weißt nicht mal, was sie sind. Okay, okay. Hört auf, ihr zwei. Er gehört dir nicht mehr. Ten zurückgeben. Doch, komm, der hat damit gespielt. Das sind seine Sachen. Meiner. Nein, ist er nicht. Okay. Danke. Weißt du, wo Marlin ist? Keine Ahnung. Er muss hier irgendwo sein. Ich kann ihn suchen. Das wäre nett. Danke, Ten. Schau mal. Hey, was hast du gefunden? Ein Bild. Von Marlin und Louis. Sie sind so klein. Wow, die beiden kennen sich wohl schon richtig lang. Oh, dann waren die wohl zusammen hier im Waisenhaus. Marlin? Hey, Hundi. Alles gut. Bleib weg. Was ist hier? Hey, schon gut, Süße. Schon gut. Stimmt ja, Hunde wecken in dir schlechte Erinnerungen. Tut mir leid. Mir war nicht klar, dass du solche Angst vor ihnen hast. Aber ich verspreche dir, Rosie ist halb so wild, wie sie wirkt. Rosie, sitz. Siehst du? Ganz harmlos. Sie will dich nur kennenlernen, das ist alles. Hier, ich zeig's dir. Vertraust du mir? Rosie. Natürlich, wir versuchen es. Na gut, warum nicht? Geh mit ihr auf Augenhöhe und lass sie an dir schnuppern. Ist schon gut. Sie wird dir nichts tun. Siehst du? Jetzt pfeif und befiehl ihr, Platz zu machen. Mach Platz, Rosie. Das ist so cool. Siehst du? Gar nicht so schwer. Ja, das war ziemlich cool. Ab jetzt wird Rosie dich erkennen. Sie ist extrem gut ausgebildet. Sie war der Hund vom Direktor, als das hier noch eine Schule war. Aber als alles den Bach runterging, ist er abgehauen. Die anderen Erwachsenen auch. Das sieht aus wie Trump. Haben uns hier uns selbst überlassen. Wow, wie mies. Untertreibung des Jahrhunderts. Jetzt sind nur noch wir Kinder hier. Und ich fände es schön, wenn AJ und du bleiben würdet. Ihr zwei seid extrem fähig und das brauchen wir. Hier. Das ist unser aktueller Plan, Nahrung zu beschaffen. Uns gehen die Vorräte aus. Es wird immer schwieriger für alle in der Schule Essen zu finden. Was haben wir denn da? Geh hier bloß nicht hin, okay? Nicht zum Fluss, das ist die Sicherheitszone. Alter Schuppen, Bahnhof. Das ist der Bahnhof. Unter den Bodendielen war ein riesiges Essensversteck. Wo ihr den Unfall gebaut habt? Den Ort sollten wir wohl vergessen. Von dort ist eine Menge Rauch aufgestiegen, als wir euch gefunden haben.
Der Lärm, den ihr gemacht habt, hat zu viele Beißer angelockt. Was ist das Fallengebiet? Mehr oder weniger unser Jagdrevier. Louis hat ein paar Fallen ausgelegt, um Tiere zu fangen. Er und Asim sind heute mit Nachsehen dran. Okay. Was ist da draußen? Ah, da fischen wir. Wir haben ein Lager schon. Hier. Direkt am Flussufer. Es ist meist recht sicher. Kommen nur ab und zu ein, zwei Beißer vorbei. Bai und Brody müssten eigentlich demnächst dahin gehen. Das ist die einzige Straße, die nach Erikson führt. Wenn man sich verlässt, kommt man irgendwann im Tal heraus. Früher hatten wir Wegweiser, die zur Schule geführt haben. Aber ich habe sie entfernt. Ich wollte, dass wir schwer zu finden sind. Mir war gar nicht klar, wie tief im Wald wir hier sind. Auf die Art konnten wir lange Zeit unerwünschter Aufmerksamkeit entgehen. Größtenteils, jedenfalls. Ja, vor allem könnte ich mir vorstellen, wenn so eine Gruppe von Erwachsenen kommt, die vielleicht auch ein wenig gewaltbereiter sind, die würden die ja hier vermutlich sofort vertreiben und das Ganze selbst einnehmen. Ein Gewächshaus. Ja. Warte lieber nicht zu viel. Wir haben uns gut darum gekümmert, haben jede Menge Gemüse angepflanzt. Ach, cool. Aber es ist zugewuchert. Oh. Wir mussten es aufgeben. Okay. Wir halten uns jetzt davon fern. Eins noch. Siehst du die roten Linien? Ja. Alles innerhalb ist die Sicherheitszone. Sie wird mit den Jahren immer kleiner. Nahrung wird daher knapper. Warum geht ihr nicht raus? Geht nicht. Sobald jemand die Zone verlässt, passiert irgendwas Schlimmes. Leute sterben oder verschwinden. Ich könnte wirklich Hilfe gebrauchen, Clementine. Es ist nicht leicht, sich um diese Kids zu kümmern. Wenn mir nicht bald etwas einfällt, wenn uns das Essen ausgeht, es darf niemand mehr sterben. Wir haben schon so viel verloren. Du kannst nicht viel tun, Freunde. Das werden wir nicht zulassen. Ich weiß, wie es ist, Freunde zu verlieren. Es darf keiner mehr sterben. Wir werden das nicht zulassen. Versprochen. Danke, Clementine. Von ganzem Herzen, wirklich. Alle verlassen sich auf mich. Darauf, dass ich der Anführer bin, den sie brauchen. Und der will ich auch sein. Mit dir und AJ sind es zwei hungrige Mäuler mehr. Aber ihr könnt mir helfen, den Rest zu ernähren. Also, was brauchst du von uns? Louis und Asim machen sich auf dem Weg zum Jagdgebiet, um Kaninchen zu suchen. Tja, Asim zumindest. Louis, ehrlich gesagt, hoffe ich, dass er überhaupt auftaucht. Violet und Brody gehen flussaufwärts zum Speerfischen. Hoffentlich vertragen sich die zwei, um auch tatsächlich was zu fangen. Beide Teams könnten Verstärkung gebrauchen. Hm. Mit Violet und Brody fischen oder aber jagen. Ich weiß nicht. Also ich gehe jetzt nicht unbedingt nach den Personen. Ihr habt ja schon gemerkt, dass ich den Louis ganz gern mag. Ich mag die Violet aber auch. Gut, Asim, Brody sind jetzt erstmal nicht so wichtig. Aber ich könnte mir vorstellen, Clementine kann wahrscheinlich beim Jagen irgendwie mehr reißen, oder? Wobei ich auch super gerne da unten den Fluss sehen würde. Oh, schwere Entscheidung. Was mache ich denn? Komm, ich gehe jagen. Gehen wir auf die Jagd. Ja. Wobei, wenn sie AJ mitnimmt, ja gut, dann ist Jagen wahrscheinlich ein bisschen gefährlicher für ihn, ne? Wenn wir noch mehr Nahrung finden wollen. Aber okay. Vielleicht können wir auch später noch dahin. Zone zu bleiben. Ihr sollt alle heil nach Hause kommen. Heißt das, wir dürfen bleiben? Was? Dachtest du, wir schmeißen euch raus? Vielleicht. Tja, solange wir genug zu essen haben, seid ihr beide willkommen. Mal los, AJ. Alles klar. Gehen wir. Wir sehen uns. Im Jagdgebiet sind normalerweise keine Beißer. Manchmal verfangen sie sich aber in den Schlingen und so. Ein Band am Baum heißt, dass hier Fallen auslegen. Also sperr die Augen auf. Also bitte, ich komm schon zurecht. Ich bin quasi ein Ninja.
Ein Meister der Kampf. Danke für die Vorwarnung. Ist Louis immer so? Ich bin auch ein Ninja. Ist er immer so? So? Du meinst der Wahnsinn? Ja. Leider. Der ist ein totaler Angeber und Poser, aber ich finde nicht auf eine unsympathische Art und Weise. Also, irgendwie mag ich den trotzdem. Verteidigung? Ich krieg alles auf die Reihe. Überleben ist für mich halt eher so eine Schritt-für-Schritt-Aufgabe. Also, das sehe ich, das würde ich umbringen. Wir müssen zusammenarbeiten. Was ist mit den anderen? Wir müssen als Team zusammenarbeiten. Stimmt schon. Zumindest manchmal. Du tust so, als wärst du der Einzige mit einer Strategie. Ich lasse es langsam angehen. Man muss einen Plan B, C und D haben. Und was, wenn du es nicht so lange machst? Psst. Da ist wohl einer in die Falle gegangen. Seht euch den mal an. Eine Beißer-Pinata. Oh, Louis, das ist keine gute Idee. Echt nicht. Hör auf damit. Falle reparieren und dann weiter. Mach ich ja. Irgendwann. Ja, das wird ihm noch zum Verhängnis wahrscheinlich, diese Art. Oder du blödelst mit dem Idioten herum und verhungerst. Wie du willst. Ja, nee, wir suchen was zu füttern. Oder du verhungerst. Wie dramatisch. Wir müssen schon ein bisschen ernsthaft bei der Sache sein. Also, ganz ehrlich, Louis, wenn du so ein toller Typ bist, dann regel das doch alleine. Willst du jagen? Hier raschelt es irgendwo. Ja, klar, ich will dir helfen. Ja, ich helfe dir. Danke, dass du das hier ernst nimmst. Ich verstehe den Idioten einfach nicht. Ja, vor allem AJ guckt sich das Ganze jetzt an, oder wie? Kannst du schießen? Ja. Gut. Ich scheuche sie aus dem Gebüsch. Du schießt. Als ich letztes Mal hier draußen war, sah es so aus, als hätten die Hasen Junge gekriegt. Ich weiß nicht, wie viele davon herumrennen. Also pass auf, wohin du schießt. Na, Ziel super. Auf die Eltern. Ziel auf die Eltern. Ja, toll. Sind das die Eltern? Armes Häschen. Du hattest recht. Du schießt verdammt gut. Wir brauchen aber noch ein paar mehr, wenn wir alle was zu essen wollen. Ein paar sind hier lang gerannt. Okay. Oh nein, gehörst du zu den Eltern? Nein, das war daneben. Nein, Clementine, nochmal. Wir brauchen mehr Hasen. Macht dir keinen Kopf. Wir sollten aber keine Pfeile verschwenden. Ja, ist doch gut. Clem, Clem, komm her. Guck mal, da ist einer. Oh, Louis, mach keinen Scheiß jetzt. Naja, Fleisch ist Fleisch. Er ist zu klein. Lass ihn frei, er soll noch wachsen. Ich habe Hunger. Ich auch. Aber wenn wir ihn nicht laufen lassen, sind wir morgen noch hungriger. Morgen zählt nicht, du Dödel. Es zählt nur heute. Und heute habe ich Hunger. Wir haben Hunger. Machst du's? Ich kann nicht hinsehen. Leute, es geht darum, dass wir nichts zu essen haben. Natürlich. Natürlich ist er in ein paar Tagen älter und. Aber. Es geht darum, Essen zu suchen, also es tut mir sehr leid. An dem ist wirklich nicht viel Fleisch dran. Ja, egal. Wir brauchen Essen. Genau. Heute. So, naja, die Schlingen sind wieder aufgelegt und können neues Zeug fangen. Können wir jetzt endlich gehen? Das Abendessen fällt heute mager aus. Ja, beschwer dich immer nicht. Also einen habe ich getroffen, einen großen. Ich bringe das hier zurück. Ihr solltet euch mit Brody und Violet treffen und nachsehen, ob sie Fische gefangen haben. Oh cool, können wir doch noch hin. Das wird nicht für die ganze Schule reichen. Ja, jetzt ist doch gut, ich weiß es. Schön für dich. Bis dann. Okay. Kommt mit. Die Mädels sind wahrscheinlich beim Shoppen. Ach, er geht auch mit. Na super. Magst du Fisch? Ich hab mal Hai gegessen. Hast du nicht. Wo
Wo sind Vi und Brody? Sie sollten langsam hier sein. Clem, guck mal. Monster. Vi hätte das nicht einfach so herumliegen lassen. Halt, ist das nicht einer unserer Speere? Clem, kaputtes Schloss. Hier ist vielleicht jemand. Auch süß. Langsam öffnen, auftreten. Na komm, wir öffnen mal langsam. AJ hat das bemerkt. Luft ist rein. Scheiße! Hier ist alles verwüstet. Unsere ganzen Vorräte sind weg. Ich sehe mich draußen um. Warte hier. Sind wir in Gefahr? Vielleicht. Das Feuer ist noch an. Also zumindest... Zigarette. Weggedreht. Ist das eine Bibelseite? Clementine? Was zur Hölle ist hier passiert? Raucht eins von den Kindern? Nein, gibt nichts zu rauchen. Keine Spur vom Dieb. Dieb? Oh, verdammt. Wir sind gerade den Fluss abgelaufen und unsere Fallen sind leer. Kein einziger Fisch. Wir wurden ausgeraubt? Ganz toll. Und jetzt werden wir verhungern. Mist, das... Scheiße. Scheiße. Es ist nur Scheiße. Okay, durchatmen, Brody. Komm schon, komm schon, komm schon. Du musst dich beruhigen, keine Angst, wir finden schon was. Durchatmen. Hey, ganz ruhig. Wir finden schon genug Essen, halt um durch den... Halt einfach dein Maul, okay? Brody, ganz ruhig. Ich muss Marlin davon erzählen. Wir brauchen immer noch Essen. Ihr wisst schon, überleben? Wir haben viel zu wenig hier. Kümmert ihr euch drum. Und was jetzt? Steine essen? Steine sind kein Essen. Schon klar. Wirft uns Marlin raus, wenn wir kein Essen finden? Ich will's nicht wissen. Wo können wir noch suchen? Vielleicht... Oh nein, nicht außerhalb der Zone. Nein. Nein. Geht zum Bahnhof. Ey, das ist doch eine doofe Idee. Der Bahnhof. Er ist nicht allzu weit weg. Ah, ich weiß nicht. Er liegt ziemlich weit außerhalb der Zone. Als AJ und ich dort waren, gab es Vorräte. Ist ein Versuch wert. Sicher, dass es dort Essen gab? Definitiv. Die Explosion hat vermutlich einiges zerstört. Aber irgendwas muss übrig sein. Da war so viel. Also schön. Geh du voran. Ja, vor allem ausgerechnet mit den beiden, die ja doch so ein bisschen sympathisch noch sind. Ich erwarte schon wieder eine Entscheidung zwischen Louis und Violet. Da sind die Vorräte. Aber auch viel mehr Beißer als das letzte Mal. Wir werden sterben. Wir können entweder hier sterben oder verhungern. Such's dir aus. Clem, du solltest die Lage auskundschaften. Du kennst dich hier besser aus. Ich schau mich mal um. Kann nicht vorsichtig genug sein. So, betrachte den Körper. Begutachte den Waggon. Ich könnte da hochklettern. Aber ich weiß nicht, wie uns das reinbringen soll. Ja, vielleicht von hinten irgendwie runterspringen? Hier draußen sind einfach zu viele. Hoffentlich sind sie nicht reingekommen. Wir sind gerade so rausgekommen. War knapp. Oh ja, nachdem ich ein paar Mal gestorben bin. Nicht ohne Grund. Die Glocke da. Ah. Damit können wir vielleicht die Beißer anlocken. Ja, sie folgen gerne Geräuschen. Du siehst aus, als hättest du eine Idee. Wenn einer von uns dort hochklettert, kann er genug Krach mit der Glocke machen, um die Beißer anzulocken. Dann kann der Rest in den Bahnhof schleichen. Louis, ich bin für Louis. Moment mal. Ich möchte einen Gegenvorschlag machen. Ach komm, Lou. Nein, Vi hat recht. Du bist perfekt dafür. Weniger reden, mehr handeln. Schwing dich da hoch. Je schneller wir es hinter uns bringen, desto besser. Entschlossen. Das gefällt mir. Lass es einfach, okay? Ich komm mit. Und gib dir Deckung. Von mir aus, ich mach's. Aber wenn ich sterbe, wird Beißer Louis euch beide zuerst fressen.
Ich lenke sie ab, bis ich sehe, dass ihr in Deckung seid. Dann versuche ich, die Stinkerpatrouille umzulenken, damit ihr schnell ins Gebäude rennen könnt. Wenn wir in Position sind, gebe ich dir das Signal. Dann kannst du anfangen. Viel Glück! Ja, ich glaube, das ist auch ganz gut so, dass wir Violet an unserer Seite haben. So, meide die Gruppe. Ja, aber der kommt hier ja gerade schon. Was soll ich tun? Okay, der macht da. Kann ich den vielleicht töten? Ohne dass ich. Ah. Ohne dass ich die anderen großartig aufschrecke. Also, ich glaube, ich muss ihn töten. Der läuft hier gerade so alleine rum. Ja, der da hinten bewegt sich auch. Pass mal auf. Ich weiß ja gar nicht. Ah, es würde gehen. Okay. So, vielleicht noch den da vorne. Ah, der lebt auch noch. Alles klar. Und was ist mit dir? Ich glaube, dich muss ich auch noch töten. Ja. Das hat die anderen hier nicht aufgescheucht. Verstecken. Noch leben wir. Bis jetzt. Ich gebe Louis das Signal. Worauf wartet er? Na los, na los. Ja, warte doch, der macht das schon. Louis, verdammt. Der macht das schon. Lass ihm einfach kurz Zeit. Die haben wir aber nicht. AJ und ich schleichen rein, schnappen das Essen und hauen ab. Klingt gut, aber macht schnell. Okay. Oh, hab ich nicht gesehen. Da war doch noch hinten einer, oder? Sah das nicht gerade so aus, als wäre da gerade noch einer langgelaufen? Oder habe ich mir das eingebildet? Ja, die sind perfekt. Clem, guck mal. Oh. Mach sie an. Geht sie noch? Da könnten wir die ganze Herde damit nicht irgendwie anzünden? Ist das nicht so eine Petroleum-Lampe? Dabei brauche ich deine Hilfe, Kleiner. Was soll er da rein? Hast du noch deine Waffe? Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Super, AJ. Ist da noch mehr? Nur weiter so. Oh, oh. Alles gut? Glas mit was? Mit Erbsen? Was stand da? Ah nee, Glas mit Essen, okay. Wird ein Festmahl. Sollte ich vielleicht zwischendurch mal hochgucken? Ob hier irgendwas anderes... um mich herum. Aufsteh. Ist. Oh. Langsam. Schrei nicht. Versuch bloß nichts. Ich tu dir nichts. Leg dich nicht mit mir an. Wer bist du? Was willst du? Wer bist du? Ich heiße Abel und ich habe mächtig Hunger. Und der hat auch schon mächtig viel zu essen. Denn der hat ja all das Zeug aus dem Schuppen. Deine Freunde und du haben da draußen ganz schön Krach gemacht. War nicht zu überhören. Lebst du in der Nähe?
Bin nur auf der Durchreise, du hast dich fallen zerstört, ich erzähle dir gar nichts. Und hattest geplant, hier reinzukommen? Bin nur auf der Durchreise. Wollte sehen, was sich hier plündern lässt. Und du hattest verdammtes Glück. Du siehst ein bisschen zu jung aus, um allein zu sein. Hast du eine Gruppe? Ja, der hat doch gerade noch gesagt, deine Freunde. Ich zähle. Meine Gruppe ist groß, stark. Bitte, du stellst zu viele Fragen. Erzähl mir von deiner Gruppe. Du stellst zu viele Fragen. Gefällt mir nicht. Na schön. Wenn dir das lieber ist, machen wir es so. Jetzt werde ich die Tasche ganz langsam füllen. Dafür haben wir hart gearbeitet. Ah, wir, hat sie gesagt. Nein, ich hatte gehofft, er zeigt sich nicht. Hallo auch, Knirps. Hast wohl Verstecken gespielt, wie? Das ist jetzt unhöflich. Du klaust uns nichts. Ich klaue nichts. Das gehört euch nicht. Ich kann dich tot machen. Ach, Kleiner, ich bin schneller als du. Vor allem, wenn hier einer von uns schießt, dann werden alle Beißer aufgeschreckt, ne? Knirps. Jetzt steck mal fix die Waffe weg und lass mich hier weitermachen. Verstanden. AJ, schieß, Abel angreifen. Ich versuch's. Ich nehme nur ein kleines bisschen und dann gehe ich. Als ob ich nie da gewesen wäre. AJ, runter! Oh, oh, Scheiße! Scheiße! Du Miststück! Nein! Verdammt! Was zur Hölle? Nimm meine Tasche und mach sie voll. Wow, also das war jetzt selbst für mich eine Entscheidung. Ich versuche ja sonst immer, jeden zu retten, irgendwie so wenig Leute wie möglich draufgehen zu lassen, aber komm schon, Louis. Komm schon.